Durch die zunehmende Digitalisierung bekommen wir im industriellen als auch im privaten Umfeld eine stärkere Vernetzung von Geräten und Anlagen. Diese funktionieren heute auf Basis von Standard Fast Ethernet. Getrieben durch die Automobilindustrie gibt es eine neue Technologie, die sich Single Pair Ethernet nennt. Wie der Name schon sagt, funktioniert Single Pair Ethernet auf Basis eines Single Pairs. Während wir bei Standard-Ethernet-Übertragung noch 8 Adern und einen großen RJ45 benötigen, so können wir mit der Single-Pair-Ethernet-Technologie mithilfe von 2 Adern und einem deutlich reduzierten Steckgesicht 100 Megabit bis hin zu Gigabit bereits heute schon übertragen. Das bietet entsprechende Einsparungspotenziale und bietet außerdem die Möglichkeit, neue Technologien und Vernetzungen möglich zu machen, wo wir sie vorher noch nicht machen konnten. Auf der einen Seite ist es deutlich kompakter. Wie wir hier sehr gut sehen können, sind die Steckgesichter um ein Vielfaches kleiner als die bestehenden Steckgesichter. Das andere ist, es ist natürlich deutlich einfacher, 2 Adern anzuschließen, als 8 Adern anzuschließen an einem RJ45. Und last but not least, 2 Adern sind günstiger als 8 Adern. Die Kosten werden dadurch natürlich auch runtergehen, was der Vernetzung einen deutlichen Auftrieb verschaffen wird. Ein weiterer wesentlicher Aspekt neben der reinen Datenübertragung ist die sogenannte Energieübertragung. Hierbei ist es möglich, mithilfe der PUDL-Technologie, das ist also Power over Data Line, bis zu 60 Watt an Endgeräte zu übertragen. Das kann man hier auf unserem Demonstrator sehr gut sehen, wo wir nämlich eine Netzwerkkamera mit 60 Watt Energie und gleichzeitig Daten versorgen, um damit zu zeigen, dass Single-Pair-Ethernet-Technologie heute schon einsatzbereit ist. Weidmüller hat sich entschlossen, als führender Anbieter von Industrial Connectivity dieses Thema massiv zu treiben. Wir entwickeln selbst, wir arbeiten in den Standardisierungsgremien mit und wollen natürlich auch mit den ersten Key-Kunden an der Implementierung dieser Technologie arbeiten. Die ersten Standards kommen 2019, 2020 aus der Standardisierung heraus. Wir sind also noch an einem sehr frühen Punkt der Implementierung. Wichtig ist es aber, als Firma jetzt Flagge zu zeigen, sich die Kompetenzen aufzubauen, sich die Partnernetzwerke aufzubauen, um diese Technologie voranzutreiben, um sicherzugehen, dass, wenn der Durchbruch kommt, wir mit den passenden Produkten, mit den passenden Infrastrukturlösungen unsere Kunden bedienen können.